man vielleicht sagen, hineingetrieben. Ja, es ist in der Tat so, dass die Begegnung, die am Anfang eine Zufallsbegegnung ist, die überhaupt nicht dafür gedacht ist, sich zu einer Bekanntschaft, zu einer Freundschaft, zu irgendetwas Dauerhaftem zu entwickeln, dass die aufgrund des Schicksals der beiden Leute dann tatsächlich sich zu einer, ich würde es schon eine Freundschaft nennen, entwickelt. Und das ist natürlich die Geschichte des ganzen Buches. Wir haben also auf der einen Seite diesen traumatisierten Soldaten, der über die Jahre hinweg dort behandelt wird. Und wir haben, da könnte man sagen, wir haben vielleicht eine vorsichtige, leichte Kurve eines Aufstieges von einer ganz schlimmen Situation am Anfang hin zur Hoffnung auf Besserung. Und wir haben genau die gegenläufige Kurve bei der jungen Frau, die eigentlich voller Zuversicht in dieses Krankenhaus kommt, in der Hoffnung, einmal diese reproduktionsmedizinische, diesen Weg mitzumachen, also diese In-vitro-Fertilisation einmal mitzumachen, das dann mit allem Drum und Dran ein knappes Jahr dauert und dann eigentlich wieder zu verschwinden. Bei ihr ist es aber eben so, wie es in der Realität eben auch in vielen Fällen ist. Es klappt nicht beim ersten Mal, es klappt nicht beim zweiten Mal, es klappt nicht beim dritten Mal. Und es wird auch dort entwickelt sich dann eine Art von Stellungskrieg sozusagen, den sie gegen sich führt oder der für sie gegen sie in diesem Krankenhaus geführt wird. Genauso wie eben parallel dazu, was dem Amerikaner passiert. Also, die Konstellation ist eigentlich, dass wir zwei Leute da haben, die sich per Zufall kennenlernen, die alle beide nicht mehr aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr das tun können, was sie eigentlich tun müssen, auch in ihrem eigenen Selbstverständnis. Der Soldat, der kein Soldat und kein Held und kein Kämpfer mehr sein kann, sondern plötzlich zu einem zitternden Wrack geworden ist, entspricht natürlich überhaupt nicht mehr seinem Selbstbild. Die Frau, die gebären will und nicht gebären kann, entspricht nicht dem ihren. Insofern sind es also zwei Schicksale, zwei Leute, die beide nicht mehr leisten können und darüber natürlich entsprechend verzweifelt sind, die sich dort kennenlernen. Und das Buch erzählt eigentlich unter anderem, wie sie sich erstmal über diese Situation klar werden und wie sie dann damit umzugehen versuchen. Ich glaube, wir können jetzt nicht die Figuren sozusagen in ihren Entwicklungen bis zum Ende des Buches verfolgen. Wir treten vielleicht noch mal ein Stück zurück. Die Entscheidung, diese ganze Geschichte in Paris anzusiedeln, unabhängig davon, dass es da jetzt tatsächlich in der Realität ein amerikanisches Hospital gibt, ist ja Ihre Entscheidung als Autor, nicht die der Figuren, denn die haben Sie ja erfunden. Also Sie haben sich entschieden für einen französischen Schauplatz für Paris, um die Amerikanerin, um den Amerikaner und die Französin zusammenzuführen. Sie haben sich also für den Handlungsraum, in gewisser Weise Paris, entschieden. Welche Rolle spielt so eine Stadt, wenn man jetzt einen Roman schreibt? Also Paris ist eine der sozusagen am dichtesten von Literaturfiguren bevölkerten Städte Europas. Und es ist, ich sagte am Anfang, es gibt diese melodramatische Paris-Welt, die es ungeheuer schwer macht, einen Mann und eine Frau in Paris aufeinandertreffen zu lassen, ohne dass das gleich eine Liebesgeschichte wird. Also wie geht man als Autor speziell mit so einer Stadt wie Paris um, die sozusagen so hoch besetzt ist von Romanen, von Romanfiguren, wo an jeder Ecke in den Straßennamen ja nicht nur die Geschichte gegenwärtig ist, also etwa die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, sondern natürlich durch Plaketten und durch Gräber auf Friedhöfen, auch die Literaturgeschichte. Relativ unbefangen geht man damit um, aus dem einfachen Grund, weil ich im Allgemeinen, was die Orte oder die Settings meiner Bücher angeht, versuche aus dem zu schöpfen, was ich kenne.
ich glaube, eine Geschichte, welche es auch immer ist, die man erzählt, oder so wie ich sie erzähle, braucht einen Ort, der gekannt und erkannt und durchschaut ist, um sozusagen den Rahmen, das Gerüst für eine Geschichte, egal welche, abgeben zu können. Nun trifft es sich, dass ich 15 Jahre in der Stadt gelebt habe und sie also de facto tatsächlich viel besser kenne, auch sozusagen in ihrer Stadtsemantik, als zum Beispiel eine Stadt wie Berlin. Ich weiß, was ich hinter den einzelnen Straßennamen an Geschichte und so weiter verbirgt. Ich bin sie selbst durchgegangen, abgeschritten. Das heißt also, das ist ein sicherer Boden, um darauf eine Erzählung zu bauen. Es ist natürlich zugleich auch, das will ich gar nicht verhehlen, wie Sie selbst sagen, ein schöner Boden. Klassischerweise hätte ich eigentlich in einen Menschen wie diesen Amerikaner nach Landstuhl in die Pfalz schicken müssen. Landstuhl, Krankenhaus, amerikanische Krankenhaus von Landstuhl in der Pfalz hat de facto die meisten amerikanischen Opfer oder Verletzte oder was auch immer behandelt. Ich gestehe, dass es mich nicht gereizt hat, jetzt diese Geschichte nach Landstuhl in der Pfalz zu setzen. Noch nicht mal, weil ich irgendwas gegen Landstuhl hätte, aber einfach, weil es mir jetzt nicht dafür gestanden ist, diesen einen Aspekt, um den Preis nach vorne setzen zu müssen, mir sozusagen einen Ort, den ich überhaupt nicht kenne, zu erarbeiten, wo einer mit einer reicheren Symbolik zur Verfügung steht, den ich gut kenne. Also die Tatsache, dass es genügend Bücher gibt oder unzählige Bücher, die in Paris spielen, auch zwischen Mann und Frau, die hat jetzt nicht weiter störend gewirkt, weil da kommen noch andere Dinge hinzu, durchaus auch der Anteil eigener Erfahrung, eigenen Erlebens, der immer in ein Buch einfließt. So dass also die Frage, wo spielt das Ganze in Paris, eigentlich gar nicht groß zur Diskussion stand, sondern am Anfang gleich klar war, dass es nur da passiert. Es fällt ja auf, dass so unterschiedlich die Figuren sind und auch die Herkunftswelten dieser Figuren ist eigentlich ein verbindendes Motiv in den jeweiligen Lebensgeschichten gibt, und das ist eigentlich die Technik. Die Technik, das heißt der Krieg, den der Amerikaner erlebt hat, ist ja nicht nur in unserem Bewusstsein auch einer der Kriege, an denen man diskutiert hat, wie das Bild des Krieges sich verändert hat durch die Kriegstechnologie und durch die Technik der Kriegsberichterstattung. Also jeder, glaube ich, der alt genug ist, um sich an diese Bilder der frühen 90er Jahre zu erinnern, hat ja diese grünlichen Fernsehbilder noch vor Augen. Also in die Städte, die sozusagen unter dieser künstlichen Nacht liegen. Es gibt auch deutsche Fotografen zum Beispiel, die das Motiv dann nach Deutschland übertragen haben. Also deutsche Städte in dieses Licht getaucht haben, sodass die aussehen wie sozusagen Städte im Irak. Also das ist ja ein Krieg, in dem dieses Moment sozusagen des angeblich klinischen Krieges erstmalig jedenfalls für die breite Öffentlichkeit eine richtig große Rolle gespielt hat. Also dass über den klinischen Krieg diskutiert wurde, wo so punktgenau Ziele angeflogen werden konnten unter der Voraussetzung und vielleicht auch unter dem Versprechen, dass man eben auch dann nur sozusagen Soldaten trifft, also den legitimen Gegner und nicht den Zivilisten. Ja, also all das war ja etwas, was untergründig vielleicht Klinik und Krieg in den frühen 90er Jahren verbunden hat. Und die Frau ist ja nun, indem sie in diese Klinikmaschinerie geht, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen, eigentlich auch Hightech-affin, sagen, glaube ich, die